Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beeman the Drive. Heute mal wieder auf der Cliffmap, war ja schon länger nicht mehr hier drauf. Und für die, die nicht wissen, was die Cliffmap ist, hier gibt es ganz viele Steine, ganz viele Abgründe, ganz viele Schluchten, ganz viel Tod. Und eigentlich werden wir nur die ganze Zeit heute Autos auf die verrückteste und krasseste Art und Weise schrotten, die uns eigentlich möglich ist. Wie zum Beispiel den armen D15 hier, der jetzt schon komplett zerstört ist, sage ich mal. Und da kann man eigentlich auch nicht drum reden, aber natürlich kann man immer noch ein bisschen mehr zerstören. Das heißt, bis nach unten zum Strand wird er noch weiter zerdellt, zerbeult und so weiter. Bis das Schloss nicht zum Schluss kommen wird und bereit zum Verschotten ist. Noch eine schöne Drehung am Ende und weg ist er. Wir werden einfach so ein bisschen durch Autos gehen und gucken, was wir denn so heute hier nehmen wollen. Sobald sich das Menü zeigt, wunderbar. Gehen wir ein bisschen durch. Nehmen wir doch mal den Charger. Was nehmen wir denn? Nehmen wir die 68er Hemi-Variante. So. Wollen wir dich mal nehmen und runter geht's. Autsch. Au, 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 au. Wir können auch auf verschiedenen Seiten runter, das ist ganz cool bei der Map. Es gab ja davor eine andere Cliff-Variante, die haben wir ja auch als Mod drin. Aber okay, da haben wir jetzt das Feuer. Da ist der Benzintank hochgegangen. Autsch, Autsch, Autsch. Und ja, auf jeden Fall. Er schafft sogar nicht. Er kommt nicht bis ganz nach unten. Damit hätte ich gar nicht. Ich hätte gerechnet, dass er eigentlich ganz nach unten kommt. Aber. Hätte so noch ein bisschen. Einen ganz schönen Weg vor sich, ne? Ja, wie gesagt, wir können auf verschiedenen Wegen runter und so weiter. Gehen wir mal durch, ne? Den Bandit haben wir lange nicht mehr. Das Bandit 400 GT. Ist ja eine Mod aus Rigs of Rods ursprünglich. Also aus dem Vorgänger von BeamNG. Das ist ja Sequel sozusagen, also nicht storytechnisch, aber von den gleichen Leuten. So, okay, fahren wir mal hier runter. Ich weiß nicht, was es uns hier so erwartet. Autsch, wahrscheinlich im Endeffekt auch noch mehr Crashs und noch mehr Schaden und noch mehr Böses. Beziehungsweise gar nicht mal so viel, weil es hier nicht weit runter geht. Helfen wir mal mit, würde ich sagen, oder? Komm, nimm wir dich mal da am Getriebe. Komm her, oder so. Kam ich am Getriebe? Ja, wunderbar. So, jetzt sollten wir gut genug mitgeholfen haben, damit das Teil ganz schnell das Zeitliche segnet. So schön auch ist, werden wir jetzt einmal 8-mal langsamer und... Oh, hu, hu. Schon mal ein ziemlich böser Crash. Und dann hier eine relativ interessante Landung, würde ich sagen. Und jetzt will uns BeamNG nicht mehr das UI einblenden, alles klar. Das heißt, wir müssen hier nochmal einen Sprung mit dem machen. Und gleich werden wir gucken, ob wir es schaffen, das Fahrzeug nochmal zu wechseln. Oder ob uns BeamNG jetzt komplett verarscht mal wieder. Sehr viele schöne Überschläge haben wir. Komm, gehen wir mal auf die First Person. Gucken wir mal, wie es hier ist. Wie ihr seht, man sieht nicht sehr viel. Außer, dass man merkt, dass es irgendwie sehr unangenehm sein wird. Autsch, Autsch. Okay, aus der Motorbombenperspektive erkennen wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Immer schneller. Das ist noch mehr Überschläge. So, okay, ja. Das ist echt nicht freundlich. Autsch. Okay, wechseln wir erstmal zum Wagen. Wir haben unser UI wieder. Was wir nur noch das Menü, das aufploppt. Genau, da haben wir es. Wir haben uns resettet. Jetzt muss uns noch die Sachen im Menü anzeigen. Komm schon. Gehen wir... Nehmen wir mal den Burnside. Komm schon. Ah, was haben wir hier? VHC-Matic. Nehmen wir Lead Sled. Yep. Der ist nämlich eigentlich eine ganz interessante Variante von Burnside, würde ich sagen. Sehr lang, sehr tief. Aber es reicht, um hier runterzukommen. Bis hier. Oh, da ist schon gleich unser Dach weg. Das ist echt böse. Und jetzt hier in die Kuhle rein, oder? Naja, nicht ganz so. Wobei, jetzt geht's durch. Geht es. Oh, leider geht ein Licht nicht mehr. Wird zu cool. Würden jetzt so nach oben zeigen. So, er rutscht auf dem Dach rückwärts durch. Und so langsam, aber sicher kommen wir in die richtige Richtung. Aber naja, auch. So, wir haben jetzt die Front so nach hinten gekippt, kann es sein. Ja, haben wir, glaube ich. Hui. Autsch, da nochmal ein Überschlag. Nochmal ein Überschlag. Und jetzt in die andere Richtung auch nochmal, weil das war eben noch nicht genug. Und hier nochmal in den Sand.
So, sorry dafür. Das sollte sich jetzt nicht öffnen. Ja, das UI, wie gesagt, ist gerade etwas zimperlich. Ah, jetzt hat es wieder. Gut, Kuntash funktioniert leider nicht. Der Crown Vic funktioniert aber. Komm, nehmen wir die Taxi-Variante. Und wollen dich mal hinten rumschmeißen. Von Birdside gibt es ja, glaube ich, auch eine Taxi-Variante, oder? So, runter. Und schon mal jetzt böse kaputt gemacht. Oh, aber jetzt wird es noch um einiges böser. Schöne Crown Vic. Er hat es echt nicht verdient, so behandelt zu werden. Au. Und jetzt kommt der Überschlag und jetzt kommen wir langsam richtig in Fahrt. Immer mehr Überschläge, immer schneller, immer härter. Und echt, wird er schon nicht mehr produziert und dann tun wir ihm auch noch sowas an. Komplett aufgerissen an der Seite. Aber so wirklich schnell ist er jetzt auch nicht mehr, ne? Geht jetzt nur langsamer sicher in die richtige Richtung. Jetzt rollt er auch nochmal, kann man noch lenken? Ein bisschen. Wir können tatsächlich noch lenken, ich glaube es nicht, als ob er das immer noch hält. Das ignoriert das, das war eine E-Mail, die ich bekommen habe. So, das sieht aber nicht aus wie eine E-Mail, das ist gut. Und noch eine, und gleich dürfte noch eine kommen. Tut mir leid, das ist mein Programm. Was nehmen wir? Holbrook Growler. Ich weiß gar nicht, funktioniert ja? Das ist die Frage. Ja, funktioniert, aber komm. Gibt es mal eine schöne Lackierung, da haben wir doch schon was. Hoonigan Livery. Nehmen wir mal Hoonigan, komm. Gib uns Hoonigan. So, ja, schön. Da guckt euch das an, die Lackierung. Das sieht schon interessant aus, sag ich mal. Was steht hinten? Chopped up, hacked up. Was? Ah, Demon Piece of Meat. So, auf jeden Fall, der Wagen ist ziemlich böse, sag ich mal. Ist ja aus Dirt Showdown. Der Wagen. Oh, haben wir auch Raketen? Alles klar, wir haben sehr viel. Okay. Aber noch hält er durch. Wir haben natürlich die klassischen grünen Reifenräder. Was haben wir denn da oben? Das will ich jetzt mal sehen. Jim Connor und da haben wir Raketen, ja. Und, oh, jetzt haben wir auch noch Feuer. Okay. Warum denn nicht? Wenn wir schon Raketen haben, dann kann man auch noch Feuer haben, würde ich sagen. Oh Gott. Der kriegt's total ab, der Wagen. Also er verformt sich nicht wirklich. Weiß nicht, hat er einen Überrollkäfig? Nee, hat keinen Überrollkäfig drin. Aber ein relativ stabiles Chassis und die ganzen Teile sind auch relativ stabil. Schrott ist er trotzdem. Da kann er auch nichts mehr machen. Da gibt es nichts zu machen. So. Ja, ab und zu öffnet sich das ein bisschen zu früh. Es tut mir leid. So, okay. Was nehmen wir? Nur mit dem Impala. Funktioniert der Impala noch überhaupt, ist die Frage. So, muss ich kurz gucken. Okay. Impala, mal sehen. Ob der noch funktioniert, weiß ich gar nicht mehr. Funktioniert. Okay, der Impala funktioniert auch noch. So, kommt ihr gerade so über die ganzen Hügelchen rüber, sag ich mal. Oh, und jetzt wird er schon komplett zerstört. Sie sieht interessant an der Unterseite aus, weil er nichts da hat und die gleiche Unterfarbe. Die gleiche Farbe wie der Rest des Fahrzeugs. Der Rest des Fahrzeugs. Okay. Alles klar. So, der ist auch relativ kaputt, würde ich sagen. Unser Motorhaube hält irgendwie noch ganz komisch sich fest. Wie auch immer sie das macht. Weiß ich auch nicht, aber naja. Schrott ist er auf jeden Fall. Wenn wir nochmal geradeaus runterkommen. So, oh, okay, das war jetzt nicht so geplant. Komm, normal. Okay, weißt du was? Wir machen es anders. Hast du ein Paint Design? Nee, Split Bar können wir reinmachen. 3,5 Liter V6. Ich spiele sich mal Exhaust. Können wir irgendwo noch was Cooles hinzufügen? Nee, ne? Können wir die Farbe ändern? Ja. Warum auch immer. Aber können wir jetzt so ein schönes, wunderschönes Grün machen? Also echt, das ist Traumfarbe, oder? Ich setze mal mir hier hin. Oh.
Okay, machen wir nochmal. Oh, ganz schön böser Aufschlag gleich zum Anfang. Und hier rollt er jetzt runter, wobei so weit geht es nicht mehr. Na, da helfen wir noch mit. Machen wir nochmal hier hin. Aber ich denke, ich bedanke mich dann auch bei euch fürs Zuschauen aufs Quanet. Wenn Sie Quanet würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ja, denkt dran, wenn ihr die Benachrichtigung kriegen wollt, wenn ich ein neues Video hochlade, einmal abonnieren und wenn ihr abonniert habt, dann auch die kleine Glocke daneben kriegen. Drücken, dann kriegt ihr Benachrichtigung, beziehungsweise auch nicht immer, weil YouTube super programmiert ist. Aber dann habt ihr die größte Chance, wenigstens Benachrichtigung zu erhalten. Ich empfehle euch aber immer noch täglich oder so auf Kanal vorbeizuschauen. Dann seht ihr auf jeden Fall die Videos. Ich bedanke mich schon aufs Quanet, seid ihr beim nächsten Mal. Euer DCG. Ciao. We'll be right back.